Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir und heute gibt es wieder ein DM-Haul. Ich war ganz spontan bei DM. Eigentlich war ich da nur, weil ich musste zu filmen und habe mir neue Kontaktlinsen bestellt. Und das sind jetzt so ein paar Übergangslinsen, die ich bekommen habe. Diese Daily Aqua Comfort Plus, die hatte ich schon mal. Die habe ich auch meistens mit, wenn wir irgendwie im Urlaub sind. Das ist ja so eine Wochenpackung oder irgendwie sowas. Und meine richtigen Linsen kommen nächste Woche. Ja, ich habe es verpeilt, mir pünktlich neue Linsen zu bestellen. Und deswegen, ihr Süßen, trage ich hier meine schöne Ray-Ban-Brille. Ja. Okay, ihr Süßen, ich war kurz bei DM. Ihr wisst ja, ich gehe nicht so gerne einkaufen. Wenn, dann bestelle ich gerne was. Aber ich hatte was Cooles entdeckt, nämlich diese, die werde ich jetzt mal ausprobieren, In-Dusch-Waschcreme- und Make-up-Entferner. Ja, dann spare ich mir ein bisschen Zeit. Das finde ich ganz cool. Einfach mal so wischi-wusch und fertig. Probiere ich aus und ich habe mir nochmal ein neues Gesichtswasser geholt von Nivea für trockene und sensible Haut. Ne, habe ich sowieso immer. Entweder habe ich immer das hier oder das andere von L'Oreal. Ja. Dann habe ich mir nochmal neue Haarfarbe geholt. Ne, ein bisschen, also schwarz. Das habe ich mir nochmal geholt. Das ist jetzt nämlich leer. Ich habe immer irgendwie so zwei in petto. Aber wenn sie leer sind, dann muss nochmal aufgefüllt werden im Arsenal. Und dann habe ich mir von La Vera eine Duschpflege mit Bio-Wirkstoff aktiven grünem Kaffee, Grüntee, Trauben, Rosmarin, ich weiß es nicht. Es riecht auf jeden Fall wie in der Sauna, aber total gut. Ich mag diesen Duft irgendwie und es ist irgendwie Naturkosmetik. Das ist auf jeden Fall ein Duschpeeling. Ja, werde ich ausprobieren, meins ist nämlich leer. Ich glaube, die meisten von euch wissen das, wenn ich meine Sachen wirklich aufgebraucht habe, dann erst kaufe ich mir was Neues. Ne? Oder es ist in den allerletzten Zügen und ich muss vorher was Neues haben, bevor es komplett leer ist, wie zum Beispiel mit meinem Make-up. Das ist hier übrigens mein Make-up, was ich schon seit Jahr und Tag benutze. Ein Gruß an meine Geschwister, die fragen mich immer wieder, oh Linda, du hast ein tolles Make-up, was ist das für eine Marke? Immer noch Indefectible von L'Oreal, seit 100.000 Jahren. Beziehungsweise, ich glaube, seit dem Tag, als es auf den Markt kam, seitdem habe ich das. Ne? Ich habe jetzt mal was Neues ausprobiert, nämlich Perfect Match. Und zwar benutze ich die Hautfarbe Golden Sand. Auch ein sehr gutes Make-up, ist ja auch von L'Oreal, das Pendant hierzu. Ich finde beide sehr gut. Momentan trage ich das ganz gerne, aber hier ist noch ein kleiner Rest drin und das wird auch aufgebraucht. Dann bin ich ja immer wieder mal gefragt worden nach meinem Lippenstift. Ich trage immer gerne, ich weiß nicht mehr, von welcher Marke das ist, von Berlin, also die Farbe heißt Berlin Berry. Ah, das ist von Manhattan, jetzt weiß ich es wieder, von Manhattan. Und es ist so eine Art Lack, ne? so eine Art Gloss und das hält richtig gut. Also wirklich auch den ganzen Tag über hält das, es verblasst schon mal zwischendurch, aber auch nach dem Essen und so weiter, es trocknet die Lippen nicht aus, man kann dabei gut essen, gut trinken und es verschmiert irgendwie nichts. Und ich habe in meiner letzten Brigitte, also ich werde euch das auf jeden Fall verlinken, das habe ich nicht neu gekauft. Ich wollte es aber mal gezeigt haben. Und das hier war in meiner letzten Brigitte-Box oder vorletzten Brigitte-Box von Etrebel. Ein richtig, richtig cooler Nude-Glitzer irgendwie. Ja, ich zeige euch das jetzt mal. Ich habe dieses Teil hier bekommen. Das ist so Rosé-Gold. Und als ich die Packung aufgemacht habe, habe ich gedacht, so, was soll ich denn jetzt damit? Das ist doch jetzt kein Lippenstift in dem Sinne, aber ich mache Folgendes. Erst kommt mein Lack drauf und dann ziehe ich hier auf die Mitte meistens nochmal so ein bisschen mit diesem Stift hier nach und hier oben, hier links und rechts. Einfach, um die Lippen dadurch ein bisschen zu betonen, um die ein bisschen voller aussehen, wirken zu lassen. Und das ist richtig cool. Das hat so einen schönen, ja, Pump-Effekt. Ich nenne es jetzt einfach mal so. Ne? Okay, das wollte ich nur gezeigt haben, weil ich danach gefragt worden bin. Das habe ich aber nicht bei DM gekauft. Dann habe ich bei DM von, die einen sagen Nix, die anderen sagen Nyx. Ich sage NYX, ich weiß es nicht. New York, keine Ahnung was. Eyeshadow Base. Ja, in der neutralen Farbe. Ne? Eyeshadow Base. Das möchte ich mal gerne ausprobieren, weil gerade jetzt im Sommer dann verschmiert manchmal ein bisschen was und so. Und ich mag ja ganz gerne mit Lidschatten spielen und das probiere ich jetzt mal aus. Ja, und passend zum Eyeshadow Base habe ich mir die Graffiti News Palette gegönnt. Und auf die bin ich total gespannt, weil das sind eigentlich genau die Farben, die ich präferiere. Da ist auch Pink drin, da ist auch ein sattes Petrol drin, da ist auch was Goldenes drin, was Rosé-Goldenes drin. Ja, also es sind genau meine Farben.
Denn ich habe mir nämlich vor einigen Monaten diese Palette hier gekauft. Ja, die Nude Palette, die 24 Karat Nude Palette. Und die finde ich ehrlich gesagt nicht so cool, denn die benutze ich kaum. Aber kaum habe ich die aufgemacht, schon fiel direkt ein Teil raus. Und ihr kennt das ja, einmal runtergefallen, zerbröselt es im Badezimmer in 1 Million Teile. Und dieses Puder, Glitzer fügt sich wunderbar in die Fugen der Fliesen. Und es bleibt drin, egal wie oft man rüberwischt. Und es saugt sich da richtig drin ein. Und ja, es ist für immer bei uns im Badezimmer. Danke, Maybelline. Von Katrin. Catrice Cosmetics habe ich mal vor einiger Zeit auch, ich glaube auch zeitgleich mit dieser Nude Palette, mal so eine Contouring Allround Concealer Palette geholt. Ja, ich mache mal die Packung auf. Ja, mit verschiedenen Farben benutze ich auch nicht. Also ich weiß gar nicht, warum ich mir das gekauft habe. Ich benutze das nicht. Ich habe das mal versucht zu benutzen. Ich habe es sogar versucht aufzubrauchen. Es gelingt mir nicht. Ich bin aber auch nicht, muss ich sagen, die Tante, die gerne 5000 Produkte benutzt. Also ich schminke mich sehr, sehr gerne. Das wisst ihr. Man sieht es ja auch, dass ich mich gerne schminke und auch ganz gut schminke. Aber wenn ich manchmal so YouTube-Tutorials sehe, dann denke ich mir manchmal, ganz ehrlich, Mädels, steht hier eigentlich um 4.30 Uhr auf, um 8 Uhr irgendwo morgens zu sein, weil das ist ja ein Aufwand, den man betreibt. Man braucht ja, diese Mädels, die müssen ja Badezimmer haben von 50 Quadratmetern mindestens bei den ganzen Sachen. Von Primer über irgendwelche Bases, dann irgendwelche Highlighter hier für die vordere Partie, dann nochmal einen anderen Highlighter für die hintere Partie und dann nochmal Bacon, Bacon, Bacon. Und dann wird auch noch konturiert, bis der Arzt kommt. Also Wahnsinn, was wir für Künstler haben auf der ganzen Welt. Für mich ist das nichts, bei mir muss es schnell gehen. Ich bin eine Mama und seit ich Mama bin, schminke ich mich original morgens in 5 bis 7 Minuten und mehr darf auch nicht sein. So. Was habe ich denn noch? Auch nochmal von NYX, NYX, NYX habe ich auch mal einen Concealer. Den finde ich ganz cool, den habe ich nämlich gerade. Das ist das Einzige, was ich schon mal aufgemacht habe, habe ich gerade kurz probiert. Und ich finde, der deckt ganz gut ab. Ich hoffe, er bleibt auch so für die nächsten 2-3 Stunden zumindest. Dann kann ich sagen, dass es ein guter Concealer ist. Das ist dieser HD Studio Photogenic irgendwas. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. So, und dann habe ich noch... das fand ich ganz süß. So eine Blume bei DM. Das ist hier von Evelyn. Hat hinten nochmal so einen Anstecker. Man kann es auch als Brosche benutzen oder als Haargummi. Und ich finde es ganz süß, das als Haargummi zu benutzen. Ne? Auf so dunklen Haaren. Dann hat man noch einen schönen Kontrast. Und ich trage ganz gerne Blumen. Ich bin ja so ein Blümchen-Fan. Ja. Und dann habe ich mir noch 2 neue Nagellacke gekauft. Und zwar von Essence, die zeige ich euch mal. Das sind diese beiden Damen hier. Die finde ich ganz süß. Das sind so schöne, pastellige Nude-Töne, finde ich ganz schön. Ach so, und wo ich gerade stehe, ihr Hübschen, ich habe mir last but not least ein neues Kleidchen gegönnt. Ich werde euch das aber nochmal zeigen. Das habe ich bei Wee gekauft und zwar im Ausverkauf für 20 Euro. Ja. Ach so, das war's schon. Und dann habe ich noch... Ach so, Polsterschaum. Ich muss mal dringend unsere Wohnzimmercouch einsprühen und nochmal absaugen. Das habe ich, glaube ich, vor ein paar Monaten schon mal gemacht. Ich glaube, vor 6 Monaten oder sowas. Und das mache ich jetzt einfach nochmal, weil da ständig alles Mögliche, ihr kennt das, wenn man Kinder hat, da ist alles drin. Da ist wirklich das ganze Leben drin. So einer Couch. Ich glaube, die spricht auch bald mit uns. Ich komme gleich. Und das hier habe ich nicht bei DM gekauft, das habe ich im Rewe gekauft, im Chibo, in der Chibo-Abteilung. Und zwar ein Maniküre-Pediküre-Set. Ich bin mal gespannt, weil ich lasse mir meine Nägel jetzt schon längere Zeit nicht mehr auffüllen. Und da habe ich einfach keine Lust mehr drauf und deswegen mache ich das einfach selber. Ne? Kann man ja, selbst zu Frau. Und dann habe ich noch last but not least eine Zuschauerin von mir, die hat mich neulich angeschrieben und sie folgt mir auch auf Instagram. Das ist die liebe Lena Fuhr. Verlinke ich euch, blende ich auch hier kurz ein. Und sie hat einen Online-Shop und vertreibt dort auch Beauty-Produkte, Accessoires, Parfums und auch Babypflegeprodukte. Und sie hat mir was Schönes zukommen lassen, das zeige ich euch. Nämlich diese beiden Products hier. Und das ist einmal die Face- und Body-Lotion für kleine Kinder und auch für Babys
Vegan, parfümfrei, mit ganz viel Aloe Vera, nämlich 40%, habe ich heute schon ausprobiert an Noah. Das Paket kam nämlich gestern an. Und eine Waschlotion und Shampoo. Und das finde ich auch richtig schön, dass hier auch nochmal so eine Pumpflasche ist. Eine gute Größe. Schaut einfach mal auf der Internetseite. Ich weiß, dass sie gerade eine Rabattaktion am Laufen hat. Und ja, liebe Grüße von mir an dieser Stelle, wenn ihr bei ihr was bestellen möchtet. Und ja, ich dachte, ich zeige die Produkte, weil sie hat mir diese Produkte kostenlos und bedingungslos zur Verfügung gestellt. Und ich kriege da kein Geld für oder sowas. Ich möchte sie einfach nur unterstützen, weil sie ist auch eine junge Mama eines kleinen Mädchens. Und ja, ich fand es einfach so süß, dass sie gesagt hat, sie möchte gerne was erreichen und für ihre Tochter etwas schaffen und für sie etwas hinterlassen und ja, unabhängig sein und ja, stark sein für ihre Tochter und ein Business starten. Und sie hat halt, wie gesagt, diesen Online-Shop auf die Beine gestellt und ich finde das total toll, dass sie das gemacht hat und deswegen zeige ich diese Produkte hier und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr kurz auf ihr Profil geht, auf Instagram und da wird sie sich sicherlich sehr drüber freuen, weil ich finde, wir Mamas sollen zusammenhalten und uns untereinander unterstützen. Und das ist das Allerwichtigste. Wenn wir das machen, dann geht es unseren Kindern allen gut. Und in diesem Sinne schließe ich jetzt mit diesen Worten dieses Video ab und wünsche euch einen wunderschönen Tag. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Daumen hoch. Tschüss.